Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir dieses kleine Lager uns unter den Nagel gerissen, mehr oder weniger, haben es errichtet und können uns nun auf den eigentlichen Weg machen. Warte, ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Zum nächsten Lager. Müssen wir natürlich nur erstmal schauen, wie wir dort am besten hinkommen. Da den Weg vielleicht hoch oder außen rumlaufen? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ah, hier haben wir noch eine Elfenwurzel. Ich wollte doch schon sagen, hier muss doch irgendwo noch was sein. So. Alles klar, komm, wir laufen einfach mal weiter. Okay, da haben wir ein Schildchen. Kommen wir hier irgendwo zwischenher? Vielleicht in so einer Felsspalte oder irgendwie sowas? Okay, sieht mir nicht so wirklich danach aus. Da haben wir auch noch eine Elfenwurzel. Ja, ist halt, ne? Wie gesagt, ich muss da ein bisschen drauf achten, dass wir die Klamotten irgendwie noch ein bisschen mitnehmen. Und tatsächlich, hier kann man zwischenher laufen. Da hinten, da leuchtet es auch schon grün. Oh Mann. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich wirklich hier sein möchte oder nicht. Das, ja, ich weiß es noch nicht so wirklich. Lutias See, okay. Erstmal nehmen wir das Eisen hier noch mit. Sonst fehlt uns das später noch auf der Tash. Dies wäre ein guter Ort, um unser Lager aufzuschlagen. Gar keine Gegner hier? Was ist euer Geheimnis beim Schreiben, Varric? Ich finde nie die... Ja, du findest nie die... Was? Die Lösung? Wundert mich nicht. Ihr schreibt... Okay. Schon einige Berichte verfassen, aber sie sind immer so... Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bild. Sieht selbst, Sir. Sir? Wir sind doch nicht... Wir sind doch kein Sir. Wir sind eine Dame. So. Was brauchen wir hier noch? Holzschlag und... Oh, hier brauchen wir Onyx. Okay. Oder Onyx. Onyx natürlich. Haben wir hier sonst noch irgendwie großartig was? Ich denke eher nicht. Das heißt, wir könnten im Prinzip eigentlich direkt weiterlaufen. Oder wir checken... Doch, hier war noch was. Blutlotus. Ah, okay. Karte zu einem Wasserfall. Ja, das ist sehr schön. Okay, ach hier haben wir Blutlotus. Inwiefern uns der uns irgendwie natürlich noch helfen wird, werden wir später noch erfahren, denke ich. So, aber jetzt erst einmal ganz fix die Karte auf. So, was haben wir hier? Okularum, okay, was auch immer das sein wird. Ich glaube, ich möchte das noch gar nicht wissen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt schon so weit laufen sollten. Wir setzen uns erstmal den Wegpunkt. Schauen mal, ob wir dort überhaupt hinkommen. Oder ob wir da irgendwie vorher schon uns mehr oder weniger in den Dreck reinlegen werden. Ja, kommen wir denn hier runter? Ja, das sieht doch gut aus. So, da unten, da betteln sich nämlich schon welche. Sind aber ein paar viele hier, glaube ich. Seht euch das an. All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Ich sehe dort mindestens ebenso viele Templer. Ja, da haben wir natürlich gerade genau den Falschen eingefroren. Die hat sich nämlich schon fast in den Dreck eingelegt.
Okay, zu plündern haben wir hier schon mal nichts. Dann laufen wir einfach mal weiter. Was haben wir hier noch? Ja, ein kleines Außenlager praktisch. Templerlager, okay. Bam, 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 bam. Alles gut und schön. Wir marschieren weiter. Ach du meine Güte. Ich sag erstmal sofort Schockfrosten hier. So, euch stecken wir hier hinten mal im Brand. Boah, Alter, der blockt aber ordentlich, ey. Ja, ich bin hier auch schon fast am Verrecken, sehe ich gerade. Na komm schon, fall in den Dreck, ey. So, euch zünden wir auch noch sofort an. Ah, okay, die Schrauben. Ich habe gerade gesehen, Cassandra hat sich einen Trank reingedroschen. Also machen die das wohl definitiv von alleine. Dass wenn die einen bestimmten Satz zu wenig Gesundheit haben, einen bestimmten Prozentsatz wahrscheinlich, dann werden die sich wahrscheinlich selber einen Trank reinknallen, insofern man dann noch welche hat. Sag mal, die füllen sich ja später erst wieder auf. Von alleine. So, was haben wir denn hier? Noch ein Jägerharnisch. Oh, ein Plan. Bewährter Langbogen. Auch ein Plan. Na, das ist doch mal perfekto. Perfekto, perfekto. So, was haben wir hier noch? Da hängt auch noch was an der Wand. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Komm da weg, komm da weg, komm da weg. Wir schrauben uns erstmal einen Trank rein. Und knüppeln die Beine erstmal direkt hier weg. Varric bekommt aber auch ordentlich ins Maul. Ich hoffe nur, dass er sich gleich irgendwie noch einen Trank reinschraubt oder sowas. So, den da hinten frieren wir erstmal wieder fest. Kümmern uns erstmal wieder um den hier. Ich muss ein bisschen Varric seine Gesundheit im Auge halten. Ja, jetzt haben Solus und ich ihn gerade natürlich wahrscheinlich beide zusammen eingefroren. Und war sehr, sehr sinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Niedrige Gesundheit. Okay. Sollen sie sich einfach einen Trank reinschrauben? Achso, wir sind fertig hier. Das ist auch so ein Templer-Versteck wieder hier oben. Siehst du? Ich wollte doch schon sagen, hier muss es auch noch irgendwie eine Truhe geben oder sowas. So, da haben wir noch einen Helm und einen Bogen. Ja, das ist ja sehr schön, aber gut. So, beanspruchen, was auch immer das jetzt ist. Zerstörte Brücke. Diese Brücke wurde von kurzem vermutlich bei einem Kampf zwischen abtrünnigen Magiern und Templern zerstört. Ja, und jetzt? Ich meine, drüber laufen können wir hier trotzdem. Okay, hier können wir auf jeden Fall noch was plündern. Schmuckstück, ein Brief. Brief gefunden bei einer Leiche. Okay. Gut, gut, gut. Ist aber auch nicht alles so der Hammer hier, was wir hier finden. So, wir haben hier noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Irgendwo hier oben. Okay, hier liegt nämlich noch was. So, sammeln wir das auch mal sofort ein. Wir haben einen Brief gefunden. Bei einem toten Zwerg. Mir ist egal, wie viele Dämonen und Abtrünnige sich in dem Gebiet aufhalten. Das Paket ging irgendwo am Fluss nördlich dieser Höfe verloren. Folgt dem Fluss und findet es. Sonst finden wir euch. Ja, nee, ist klar. Okay. Ich lasse mich überraschen. Sollen sie mal gerne kommen. Wir betteln alles hier weg. Wir können in der Zeit aber mal eben ganz kurz... Mal eben kurz alle heilen hier. Falls da nämlich noch jemand kommen sollte. Oder wir gleich bösen Überraschungsbesuch bekommen. Warum auch immer. So, da hinten ist ein Auge. Da haben wir einen Wachposten oder einen Alarmposten oder ein Lager oder wie auch immer.
man es nennen möge. Völlig Latte. Ich beobachte euch, Varric. Nur damit ihr es wisst. Na, da wird mir doch gleich... Zack, und wieder ein neues Lager errichtet. Perfekto. So, Rasten brauchen wir nicht. Hätte ich das vorher gewusst, hätten wir uns natürlich auch keine Tränke reinschrauben brauchen. Aber dann ist es halt so. So, wir brauchen immer noch Onyx und einen Holzschlag. Aber wir haben doch schon mehr Dingens bekommen, oder nicht? An Plänen, wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir mal eben kurz in unser Inventar. Aufwertungen, Werkstoffe, Werkgegenstände, Waffenpläne. Materialien, Attribut, 8 Leder. Ist jetzt die Frage, haben wir die Klamotten jetzt schon, oder? Okay, Planstabklinge Stufe 1. Feuerrune, was können wir hiermit machen? Leerer Runenstein und Feueressenz. Ja gut, Feuerschaden möchte ich persönlich ja nicht machen. Templer-Großschwert. Ah, okay, für uns wäre dann wahrscheinlich einfach irgendwas für einen Stab. Eine Feuerrune, okay. Wir können damit aber nichts machen. Weil Varric ist auch Schurke, ne? Magier, Cassandra, Kriegerin, Templer, Großschwert. Okay, das... Wie gesagt, ich steige hier noch nicht so wirklich richtig durch. Rüstungspläne. Ja gut, aber wie macht man denn sowas? Rezepturen? Raff ich einfach nicht, ganz ehrlich nicht. So, Wertgegenstände, okay. Lederkette des Ranges. Okay, was soll das sein? Werkstoffe. Ach du Kacke. Wir haben auf jeden Fall schon so ein paar Dinge, haben wir schon gefunden. Kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Oh, wir haben neue Accessoires. Ring der verbesserten 1000 Schnitte. Erhöht den Fähigkeitenschaden um 30%. Okay, das ist nur für einen Schurke. Das wäre dann ja was für Varric. Bam. So, Solus hat nichts, Cassandra hat auch schon einen Ring und einen Gürtel. So, jetzt mal schauen hier, was können... Ah, wir sind immer noch Level 4, ey, das ist echt übel. Ich möchte nämlich Level 6 werden und wir den Helm aufsetzen können, wobei der dann auch wahrscheinlich schon nicht mehr viel besser ist. Oh. Ja, dann rüsten wir das einfach mal aus. Okay, den haben wir aktuell angelegt. So, dann gucken wir mal für Varric. Okay. So, dann haben wir Solus. Schülerharnisch 46 gegen 41. 5% Resistenz gegen Geistschaden. Okay, haben wir da auch. Machen wir das einfach mal.
Und Cassandra? Dann nehmen wir das Ganze doch mal direkt hier. Alles andere würde nämlich keinen Sinn machen. So, dann schauen wir mal nochmal eben ganz fix bei dem Waffenjüngerstab des Blitzes. Gut, macht Blitzschaden, 8% Bonus auf kritischen Schaden, plus 2 Klugheit, die Jüngerstabklinge, okay. Gut, wir haben zwar im Endeffekt haben wir mehr Schaden, den wir machen, aber es wirkt sich nicht auf unsere Grundwerte aus, sehe ich wohl. So, gucken wir mal bei Varric, okay. Das sieht schon wesentlich besser aus. So, dann legen wir ihm den einfach mal direkt noch an. Okay, die Haupthand, wie kann man... Ah, okay, mit Nebenhand. Ach so, okay, das sind die gleichen. Armee Langdolch, Langdolch des Rekruten. Ach, da steht auch... Ah, die SPS steht auch schon direkt dahinter. Okay. Check, alles klar. So langsam steige ich hier durch. So, er hat schon den Jüngerstab des Blitzes. Dabei wird es dann wahrscheinlich auch bleiben. Jawohl. Und für Cassandra haben wir hier auch das Schild, das Schwert plus das Schild, was, okay, Kunari-Streitachs. Preisschaden. Das, also was ich echt ein bisschen blöd finde, ist halt, dass hier nicht beisteht, ob das eine Einhand oder ein Zweihand ist. Alles klar, hat sich gerade erledigt. Oben steht es in den Reitern auf jeden Fall mit dabei. Hat sich das Ganze erledigt. Jawohl. Okay. Und jetzt wählen wir uns mal noch... Wo haben wir denn das letzte? Boah, hier unten. Ach du Kacke, ey. So, was haben wir hier? Astrarien in den Hinterlanden. Aktivieren. Ach so, okay. Damit haben wir praktisch den Questbereich aktiviert. Und ja, bevor wir uns jetzt zum letzten Lager auf den Weg machen, würde ich mich schon wieder direkt verabschieden für heute. Wir sind wieder durch, mehr oder weniger, und durch im Kopf wahrscheinlich auch. Nee, alles klar. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, reingehauen, Gruß, euer Latt.